Schönen guten Abend, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, heute habe ich mir einen Gast eingeladen, den kennt ihr aus dem Reality-TV. Also nicht aus dem ganz schlimmen. Er hat nicht die ganz schlimmen Formate gemacht, sondern wirklich die, ja, harmlosen, die jetzt auch nicht unbedingt so Reality-mäßig sind, aber so ein bisschen eben schon. Und ich habe ihn vorhin gefragt, wie kann ich dich denn anmoderieren? Und er meinte, sag doch einfach, hier ist der gut aussehendste Typ aus dem Reality-TV. Ja, also hier ist er, meine Damen und Herren, der gut aussehendste Typ aus dem Reality-Fernsehen. Herzlich willkommen heute, hier ist Aytu Gün. Hallo Aytu! Hallo, hallo, hallo! Mensch Aytu, wenn ich mit solchen Leuten wie dir spreche, dann fällt mir immer erst klar, wie lange ich auch schon in dem Business bin, denn wir kennen uns seit Popstars. Genau. Wann war das denn? Das war 2009. 11 Jahre ist das doch schon her, wow. Das ist ja krass. Und war Popstars so dein erstes Projekt eigentlich damals, an dem du teilgenommen hast? Nein, tatsächlich nicht. Das war das zweite Projekt. Ich war 2007 bei Deutschland mit den Superstars schon mal und habe es dann damals eine Runde vor den Top 40 oder Top 20 geschafft, genau. Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und danach kamen auf alle Fälle Popstars und da bist du auch relativ weit gekommen. Genau, da bei Popstars bin ich unter die letzten 5 Jungs gekommen. Da waren wir noch 12 Kandidaten. Da waren wir schon über 8 Wochen in Amerika gewesen. Und ja, das war echt Hammer. Also Popstars, das war eines der geilsten Zeiten, die ich erlebt habe. Für mich übrigens auch. Ich denke an Popstars auch sehr gerne zurück. Ich war bis zur, außer der ersten und der ganz letzten, die ja neu aufgelegt wurde auf RTL 2, war ich bei jeder Staffel dabei und denke auch sehr gerne an diese Zeit zurück. Das war immer mega. Was war für dich so besonders geil an Popstars? Ja, Popstars war das Drillen von Detlef die Soos. Das war halt echt super lustig. Dann irgendwie, wir haben mit den ultra krassesten Stars, wenn man sich das jetzt mal jetzt überlegt, tatsächlich gesungen. Ja, sei es Taylor Swift, Backstreet Boys, Mando Diao, Leona Lewis, Jonas Brothers, oh Gott, Ashley Tisdale, wir haben die krassesten Leute, Marit Larsen, Kerry Hilson, wir haben ja alle getroffen und die Tour einfach durch Nashville, Tennessee, New York, Las Vegas, das war einfach der Knüller, das war echt krass. Oh, Nashville, da denke ich auch gerne zurück. Ich habe ja vor, ja, ich bin ja oft in Amerika gewesen und habe da meine Rundreise gemacht, 6 Wochen durch Amerika und dann führte mein Weg auch an Nashville vorbei. Es war eigentlich gar nicht geplant, aber ich habe mir so die Route ausgesucht und dachte mir, oh, da musste eigentlich noch irgendwo einen Zwischenstopp einlegen und dann war da Nashville und dann bin ich da hingefahren, war ich da noch im Auto und ich glaube, ich bin hingeflogen und war total begeistert von Nashville, von dieser wirklich, ja, eigentlich kleinen Stadt, die sehr putzig ist, wo das Leben pulsiert. Da ist auf dem Broadway in Nashville, da ist eine Kneipe nach der anderen, in denen nur Live-Musik gespielt wird. Von morgens um 8 Uhr, ab 8 Uhr spielt in jeder Band, in jeder Kneipe eine Band. Das geht durch bis nachts um 12, 1, 2. In jedem Club spielt jede Band nur so 2 Stunden, dann kommt die nächste Band. Ich war da total begeistert. Ich hätte mich da von morgens bis abends nur in die Kneipe und berieseln lassen können. Das war echt, also ich kannte das gar nicht, ne? Ich kannte halt aus dem Fernsehen, kennt man ja dann so, ja, New York, Las Vegas und sowas, ne? Aber nie halt dieses Nashville, geh mal da in die Musikerstadt, dies, das. Ja, Nashville, also für alle eine Reise wert, wenn ihr einen Amerika-Trip, einen USA-Trip plant, wirklich macht Nashville, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und nicht nur 1 oder 2 Tage wie ich, man kann da wirklich eine Woche verbringen, es ist wirklich Hammer. So, also, das war die Popstars-Zeit, wie ging es denn für dich nach Popstars weiter? Also bei Popstars war es ja so tatsächlich, dass ich habe nach meinem Abitur Erzieher gelernt, habe Pädagogik und Management studiert dual und ich war genau 2009 war mein 5. Lehrjahr als Erzieher und schon mein 1. Semester im Studiengang und ich habe natürlich schon dadurch, dass ich schon so lange gefehlt habe, war ich halt zwiegespalten, ne? Machst du eine Ausbildung, dein Studium zu Ende oder wiederholst du das Jahr wegen Popstars und so war halt meine 100%ige Konzentration leider nicht so bei Popstars und habe mich ja dann danach halt über, ja,
für meinen Job entschieden und für meine Ausbildung, bin ich auch glücklich drüber, bin aber der Musik halt weiter treu geblieben. Und ich habe halt dann, wie man so sagt, ne, wenn man einmal Blut geleckt hat, will man mehr. Und habe ja dann halt tatsächlich mehrere Reality-Formate gemacht, sei es so Next Please, Take Me Out und da mal so eine kleine Szene, da mal so eine kleine Rolle und bin dann nach meinem Studium ins Ausland gegangen, habe dann ein Jahr auf Fuerteventura gelebt. Und ja, und ab da an war so, okay, ich habe in einer großen Hotelkette gearbeitet und habe da auch die Live-Musik mitgemacht. Und da war dann für mich so, okay, du musst auf die Bühne tanzen, singen, die Leute damit halt unterhalten. Das ist genau dein Ding. Und habe es dann tatsächlich, so halt ja national, in Deutschland war halt ganz viele Auftritte gehabt durch, mit Musik und wo ich auch einige Preise gewonnen habe, halt so von so, ja, in der Stadt irgendwelche so Veranstaltungen und bin dann 2016 halt dann nochmal zu Deutschland Sucht den Superstar gekommen, ja. Ah, da hast du also den zweiten Versuch gewagt und beim zweiten Versuch warst du ja auch um einiges erfolgreicher als beim ersten. Richtig, also beim zweiten Versuch auf 2016 war es natürlich irgendwie, ja, es war ein komisches Gefühl. Ich bin irgendwie, das war in Mannheim damals, das kann ich mir super daran erinnern, das war so ein Tourbus, stand da von Deutschland zu den Superstar und da kam einer und hat gesagt, hey, guck mal, da ist jetzt der Bus, geh doch rein und ich bin halt auch, wie gesagt, rein, hab gesagt, komm, ich mache jetzt bei dem Casting mit. Und dann habe ich halt Ricky Martin, Living La Vida Loca damals gesungen und dann haben die gesagt, okay, damit lassen wir dich auf jeden Fall weiter. Ach, ja, und so fing dann halt meine Tour halt bei DSDS an, ne? Dann halt mein Casting und ich hatte dann halt die goldene CD, habe ich dann die Vanessa Mai gewählt und oh Gott, also das ist für mich jetzt gerade so, wie als wäre es jetzt gerade erst geschehen, ja. Ja, also total aufregend. Und dann habe ich es ja geschafft, bis einer zu den Top 10 Finalisten. Und hätte ich mir damals niemals erdacht. Und ist auch mit Popstars eines der schönsten Zeiten, die ich miterleben durfte. Wo ging euer Recall damals hin? Das sind ja immer Traumziele. In welches Land seid ihr geflogen? Wir waren auf Jamaika. Sehr schöne Zeit. Wir durften die geilsten Orte erleben. Und also mein letzter Auftritt, eine Runde bevor es in die Top 10 ging, auf so einem Steg, auf so einem Wasser drauf. Also das ist Highlight, wirklich. Richtig cool. Ja, sowas vergisst man natürlich nicht. Hattet ihr denn trotzdem so ein bisschen Zeit, auch privat irgendwas zu machen und die Insel zu erkunden? Oder stand das wirklich, war der Stundenplan voll mit Gesangstraining, Aufzeichnung und Abendessen mit Dieter Bohlen? Also tatsächlich war sehr viel Training, wirklich Gesangsunterricht, Tanzunterricht, Fotoshooting, Interview etc. Und wir hatten aber auch mal Off-Days. Ja, also Dieter war auch mit uns privat essen und mit den Kindern auch und alles. Also der ist echt ein cooler Typ privat. Also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Hast du denn noch in irgendeiner Form Kontakt zu denen? Also sei es die Kandidaten von DSDS oder Dieter Bohlen oder sogar zu den Leuten, mit denen du bei Popstars zusammen mitgemacht hast? Also von Popstars, du wirst lachen, Christian, wir haben bei Popstars, wir hatten ja im November, Dezember hatten wir 10-Jähriges und wir haben ein großes Treffen gemacht mit denen, die kommen konnten in Köln. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, wir schreiben uns immer noch. Einer der Kandidaten, der Nick damals, ist einer meiner besten Freunde, immer noch. Und wir schreiben uns sehr oft alle gegenseitig und ab und zu zum Beispiel, wir sind halt super verteilt, ne? München, Berlin, Stuttgart, wie auch immer. Ja. Wenn es halt passt und einer ist mal vor Ort, dann trifft man sich auch mal. Bei Deutschland sind Superstar habe ich noch zu allen Top 10 Finalisten Kontakt. Ich sehe auch einige regelmäßig und auch mit Prince, der auch gewonnen hat, schreiben wir sehr oft oder treffen uns mal auf Events etc. Mit der Jury, also jetzt privat mit jemandem, dass ich anrufe und sage, hallo Dieter, hallo HP Baxter, Michelle oder Vanessa, das ist nicht der Fall. Aber wenn man mal auf Instagram, Facebook schreibt, antworten die auch, ne? Oder kommentieren mal auch ein Video oder ein Foto oder so. Also das ist schon cool. Also man wächst auch echt zusammen, obwohl es halt so ein Konkurrenzkampf ist, wächst man so zusammen, dass man irgendwie halt auch wirklich daraus Freundschaften sich entwickeln, weil man halt alle gemeinsam halt einen Traum auch nachgehen. Und weil man diese Zeit, die man da zusammen verbringt, ja auch so extrem intensiv erlebt.
Es ist wirklich so, wo du so denkst, hey, wir sind erst, ich meine, okay, die viele Leute wissen das nicht. Nur in Deutschland sind Superstar. Ich hatte mein Casting im August und das Finale war im Mai. Ne? Also überleg mal, wir waren fast ein Dreivierteljahr zusammen. Ja? Zwar nicht durchgehend, aber trotzdem ein Dreivierteljahr zusammen mit dem Team, mit den Kandidaten und immer wurde es weniger Woche für Woche. Das ist dann schon so, dass man halt zusammengeschweißt ist. Ja, das glaube ich dir. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich war auch bei Popstars wirklich von Anfang bis Ende dabei immer und habe da das Warm-up gemacht und durfte da euren Weg auch immer mit begleiten. Und ja, dann tauchtest du auch irgendwann mal bei Take Me Out auf. Da habe ich auch das Warm-up damals gemacht und da warst du als Kandidat, standst du da auf einmal da. Ich hatte ja 7 zur Auswahl und eine habe ich ja dann rausgepickt. Mhm. Und es hat tatsächlich nicht geklappt, weil einfach, man sagt jetzt wahrscheinlich, ja, Liebe kennt keine Entfernung, aber das war halt, ich habe in der Nähe von Köln gewohnt und sie in Paderborn. Das war, die Strecke war einfach zu krass. Ja, das ist natürlich schade, aber wie sieht es denn jetzt gerade bei dir aus, Alto, in der Liebe? Bist du Single? Bist du zu haben? Bist du dringend auf der Suche? Müssen wir einen Aufruf hier für dich machen? Also, ich bin noch Single, weil ich tatsächlich sehr viel um die Ohren habe. Ich habe jetzt momentan natürlich durch die Corona-Zeit, durch die aktuellen Lage, sind sehr viele Auftritte gecancelt. Sonst habe ich solo und mit der Band knapp 40, 50 Auftritte im Jahr. Wir haben jetzt natürlich sehr viele, wie gesagt, Buchungen storniert bekommen. Genieße ich so ein bisschen so die Ruhe und bereite meine zweite Single vor. Und ich bin noch Single, aber es wird, dieses Jahr kommen 4 neue TV-Projekte auf mich zu. 2 sind schon abgedreht und es wird sehr lustig und es wird sehr schön. Es geht tatsächlich um Dating, es geht um Musik, es geht um Gesang, es geht um Bühne. Es kann auch sein, dass ich dich vielleicht dort nochmal getroffen habe, wer weiß. Wer weiß. Und darauf freue ich mich sehr und ich würde jetzt keinen Aufruf starten. Ich glaube, wenn ich mich wirklich tatsächlich darum kümmern würde und sagen würde, ich gehe jetzt mal, das heißt auf Suche, ne? Ich begebe mich mal raus und guck mal, dass ich mal feiern gehe und mich präsentiere, dann lerne ich auch Leute kennen. Ich lerne ja auch genug Mädels kennen, wenn ich irgendwie auf den Auftritten bin. Aber das ist dann halt wirklich Deutschland, europaweit und da kann ich mich nicht binden, weil einfach die Entfernung immer so weit ist. Also da lege ich tatsächlich auch viel Wert darauf, dass ich jemanden, wenn ich die Dame kennenlerne, auch mit ihr Zeit verbringen kann. Und wenn die Entfernung 500, 600 Kilometer ist, geht das halt leider nicht. Ja, das mit der Entfernung, ich kenne das am besten, das Problem. Das ist halt immer sowas, wenn man entweder zu weit auseinander wohnt oder einen Job hat wie wir, wo man eben viel unterwegs ist, dann ist das eben immer auch ein großes Problem. Aber jetzt hast du auch gerade schon von deiner neuen Single gesprochen. Ende Februar ist die Single rausgekommen. Mhm. Voll erwischt heißt die Nummer. Passt auch irgendwie gerade zu Corona. Da habe ich auch ganz viele Jokes bekommen als Nachrichten. Die haben gesagt, hast du das mit Absicht gemacht? Voll erwischt. Ja, habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Es ist eine super geile Schlager-Pop-Nummer. Als erster, ich bin ja Deutsch-Türke, wie viele wissen, aber als erster Schlager-Türke ist das natürlich eine super coole super coole Story. Es ist eine absolut coole, lustige Nummer. Ich bin in den Mallorca-Charts damit von 0 auf 46 eingestiegen. Hätte ich auch niemals gedacht, nee. Wirklich. Ich bin auch super stolz drauf. Kannst du denn von deiner aktuellen Single mal eine kurze Kostprobe geben? Eine Kostprobe wäre voll erwischt von deiner Liebe, voll erwischt, dein Traum fängt an. Mein Herz fährt nur noch Achterbahn, voll erwischt von einem Liebesorkan. Bravo! Das ist auf jeden Fall schon ein richtig guter Ohrwurm, wie ich finde. Aitu, dann sage ich vielen Dank, dass du die Zeit hattest heute. Danke, ciao! Und wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, besucht ihn auf Instagram. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Habt einen schönen Abend. Tschüss zusammen.